Wir sind im Unperfekthaus in Essen. Hier findet heute die Veranstaltung Fahrscheinfreitag statt. Wir, die Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen, haben in Kooperation mit der PIKO NRW zu dieser Veranstaltung eingeladen. Angesprochen sind Kommunalpiraten, Menschen, die sich für einen fahrscheinfreien ÖPNV in ihrer Stadt einsetzen wollen und alle interessierten Bürger aus ganz NRW. Unsere Experten werden in ihren Fachvorträgen über die Vorteile und Machbarkeit sowie über den rechtlichen Hintergrund und die Finanzierung eines fahrscheinfreien Bus- und Bahn-ÖPNV reden. Darüber hinaus wollen wir Handlungswege für eine mögliche Umsetzung in einzelnen Kommunen besprechen und Beispiele aus der Praxis aufzeigen. Bus und Bahn fahrscheinfrei. Klasse! Als Experten referieren Thomas Mager, Stadt- und Verkehrsplaner aus Köln. Das wird immer wichtiger, dass insbesondere die Verkehrsunternehmen oder besser noch die Verkehrsverbünde als allumfassende Mobilitätsanbieter da auftreten. Oliver Bayer, Mitglied des Landtags und der Piratenfraktion und Vorsitzender der Enquetekommission für Bus und Bahn. Insgesamt Bus und Bahn fahrscheinfrei nicht nur eine schöne Idee oder eben eine utopische Vision, sondern ich bin überzeugt, wir können das auch. Wir haben uns lange im Landtag damit beschäftigt, mit einem großen Team, das sich da tief eingearbeitet hat. Und ich kann sagen, heute Bus und Bahn fahrscheinfrei ist machbar, sehr elegant, konsequent, sehr sinnvoll und auch effektiv. Gregor Waluga, Doktorand am Wuppertal-Institut und Referent für die Enquetekommission. Bei der Politik stößt man auf zunehmendes Interesse. Also vor 6 Jahren hat, als ich damit angefangen habe, Bürgerticket, dachte ich, ich bin nur der einzige Verrückte. Dann kamen zum Glück die Piraten. 2012 habe ich das so vernommen, dass die Diskussion auch zugenommen hat. Genau, und es gibt auch konkrete Initiativen bei den Linken, bei den Piraten, bei den Grünen und neuerdings auch bei der SPD. Sehr wichtig bei der Kampagnenkommunikation ist, vor allem im politischen Bereich, in einem Workshop wird besprochen, wie man das Projekt fahrscheinfrei mit Mitteln der Kampagnensprache erfolgreich kommunal kommuniziert. Dazu konnten wir Erik Wallis, Campaigner und Kampagnenanalyst, gewinnen. Er stört dort. Dort müssen wir ein möglichst klares Bild abgeben. Mittelfristigen Zeitraums heißt 3 bis 5 Jahre. Warum 3 bis 5 Jahre? In einem zweiten Workshop informieren Thomas Mager und Gregor Waluga über die Möglichkeiten der Umsetzung eines fahrscheinfreien ÖPNV und sammeln Forderungen an die Landesregierung zu dem Thema. Besonders gut hat mir gefallen der Austausch mit anderen Leuten und einfach Ideen von höherer Ebene oder auch anderen Kommunen zu kriegen. Wie wird das Thema da behandelt? Und was mich am meisten interessiert eigentlich, wie läuft das mit der Finanzierung? Und was gibt es da für Möglichkeiten? Einfach die Idee, dass ich das vielleicht über eine Abgabe mache, die ich an ein Grundstück kopple oder so, war mir zwar nicht komplett neu, aber dass das halt auch von anderen Leuten verfolgt wird und dass das vielleicht auch auf Landesebene gemacht wird, fand ich halt ziemlich gut. Bin einfach mal interessiert hingekommen, um mich da zu informieren und muss gestehen, dass gerade der Campaigning-Vortrag mich schon quasi ein bisschen beeindruckt hat, also schon quasi von den Socken gehauen. Ja, den fand ich sehr gut. Also Erwartungen auf jeden Fall übertroffen und es hat sich gelohnt. Ja, mit dem fahrscheinlosen ÖPNV in Bielefeld haben wir eigentlich ja gute Erfahrungen gemacht, weil wir haben es, das ist ja eine besondere Situation bei uns, in den Paprika-Koalitionsvertrag mit aufgenommen. Da steht drin, dass wir für Bielefeld prüfen lassen wollen, wie ein fahrscheinloser ÖPNV umgesetzt werden könnte. Wie wir das hinkriegen, wie gesagt, das ist tatsächlich eine besondere Situation, trotz der tollen Workshops heute hier. Das müssen wir einfach mal sehen, weil wir müssen das mit den Koalitionspartnern absprechen. Wobei wir auf der Seite natürlich dann schon weiter vorne sind, weil wir werden irgendetwas umsetzen. Ja, es war wunderbar. Also ich hatte die Erwartung, dass ich ganz viel lerne heute über fahrscheinfrei. Und ich habe jetzt sogar noch dazu im Gepäck genommen, die Kampagne, wie man das in unserer Kommune umsetzen kann. Genial, toller Tag heute. Mit dieser Veranstaltung wollen wir uns mit allen, die sich für Bus und Bahn fahrscheinfrei in ihrer Stadt einsetzen, vernetzen. Wir wollen für das Thema sensibilisieren und Hilfestellung beim Ausloten der Möglichkeiten in den Kommunen geben.